Ich habe wahrgenommen, wie in diesen Tagen auch einige von einer Meinungsdiktatur sprechen. Sie sagen, man darf nur diese Meinung vertreten, die auch auf Linie der Regierung und der Mainstream-Medien liegt. Schärfere Anti-Corona-Maßnahmen hat die Regierung in diesen Tagen verhängt. Manche sprechen sogar schon von einer zweiten Corona-Welle, die jetzt Ende September 2020 stattfinden soll. Manche und oder ich sage viele sagen, das, was die Regierung an Maßnahmen verhängt hat, ist sehr gut. Auch der Lockdown hat dazu beigetragen, dass wir wenig Corona-Tote hatten in Österreich. Und ein Argument ist auch, viele Staaten weltweit handeln ähnlich. Das kann doch nicht falsch sein. Zunehmend treffe ich Leute, die mir sagen, die Corona-Maßnahmen der Regierung sind unverhältnismäßig und sie waren unverhältnismäßig. Wir haben doch jetzt die Zahlen auf dem Tisch und wir wissen, dass das Coronavirus nicht gefährlicher ist als eine mittelschwere Grippewelle. Und früher haben wir auch nicht so übertriebene Maßnahmen gemacht. Und einige Leute erwähnen auch immer wieder die Kollateralschäden, die die Corona-Maßnahmen begleitet haben. Ich habe wahrgenommen, wie in diesen Tagen auch einige von einer Meinungsdiktatur sprechen. Sie sagen, man darf nur diese Meinung vertreten, die auch auf Linie der Regierung und der Mainstream-Medien liegt. Und wenn man das nicht tut, dann wird man gleich abgestempelt als Verschwörungstheoretiker oder als Unterminierer. Ich habe auch gehört von Ärzten oder Experten, die fürchten mussten, dass sie ihren Posten verlieren, weil sie sich kritisch geäußert haben. Und mir wurde auch klar, dass YouTube Videos gelöscht hat, wo sich Experten und Ärzte, es waren keine Verschwörungstheoretiker, wo sich diese kritisch zu den Regierungsmaßnahmen geäußert haben. Mir scheint zu dieser ganzen Situation passt das Bibelwort gut. Fürchte Gott und ehre den Kaiser. Den Kaiser ehren würde ich heute so übersetzen, ehre den Kanzler und die Regierung. Das heißt, dass wir eine weltliche Autorität prinzipiell wertschätzen sollen, besonders zum Beispiel eine Demokratie, wie wir sie in Österreich haben. Und dazu gehört für mich vor allem auch, dass wir versuchen, die Gesetze zu halten und auch die Steuern zu zahlen. Und ich denke, die österreichische Regierung, wie wir sie haben in dieser Demokratie, beschließt sicher sehr viele Sachen, die gut sind für das Allgemeinwohl. Der erste Teil des Bibelwortes lautet, fürchtet Gott. Und ich denke mir, ich würde das heute so übersetzen, hab Ehrfurcht vor Gott. Und das heißt für mich unter anderem, dass ich danach frage, was möchte Gott für uns Menschen? Und natürlich will er, dass wir uns einsetzen, dass möglichst viele Menschen ein gutes Leben haben. Und dazu müssen wir auch die richtigen Maßnahmen treffen. Und die richtigen Maßnahmen zu finden, das heißt auch einen offenen Dialog zu führen, in dem auch kontroverse Meinungen Raum haben. Ich wünsche uns, dass wir in diesen Tagen besonders Respekt haben vor der Regierung und vor den Politikern. Und gleichzeitig wünsche ich uns einen Mut für einen offenen Dialog, in dem auch Experten und Ärzte zur Sprache kommen, die nicht auf Linie der Regierung und der Mainstream-Medien sind. Ich denke mir, so können wir am ehesten den Aufruf der Heiligen Schrift erfüllen: Fürchte Gott und ehre den Kaiser.